Die Behörden fackeln nicht lange. Nachdem gestern die ersten drei mutmaßlichen Rechtsterroristen nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht wurden, hatten dort heute vier weitere ihren Termin vor dem Haftrichter. Als Gruppe Revolution Chemnitz sollen sie einen Anschlag am morgigen Tag der Deutschen Einheit geplant und sich dafür um halbautomatische Schusswaffen bemüht haben. Wir haben umfangreich Kommunikation ausgewertet und bewertet. Die Kommunikation ist verdeckt erfolgt. Die Kommunikation belegt, dass die Beschuldigten sich zusammengeschlossen haben, um gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge nicht nur auf Ausländer, sondern insbesondere auch auf politisch Andersdenkende zu verüben. Der Redelsführer der mutmaßlichen Terrorgruppe, auch das teilte der Generalbundesanwalt mit, sitzt bereits in Haft. Es handelt sich um Christian K., eine bekannte Größe in der sächsischen Neonazi-Szene. Beobachter sagen, zwei der Beschuldigten hätten zu der als kriminell eingestuften Vereinigung Sturm 34 gehört. Beim sächsischen Innenministerium wird es nun die Taskforce Gewaltdelikte geben. Diese wird die Polizeidirektion noch schneller bei der Bekämpfung extremistischer und terroristischer Gewaltdelikte unterstützen. Laut den Ermittlungen des Generalbundesanwalts war der Übergriff auf eine Gruppe Ausländer am 14. September auf der Chemnitzer Schlossteichinsel ein Probelauf für den geplanten Anschlag. In Chemnitz hofft man nun auf einen friedlichen Feiertag. Und in Chemnitz steht jetzt live unser Reporter Sven Böttger. Friedliches Einheitsfest. Was heißt das morgen für Chemnitz? Wird denn mit einem Großaufgebot der Polizei zu rechnen sein? Und gibt es immer noch Angst vor Anschlägen? Und von Angst vor Anschlägen kann man vielleicht nicht reden, aber natürlich gibt es Sorgen, nämlich vor dem, was sich auch die letzten Wochen hier schon in Chemnitz abgespielt hat, wo ja regelmäßig Demonstrationen waren beider politischer Lager, muss man sagen, sowohl von der rechten als auch von der linken Seite. Und für morgen war ein großes Abschlusskonzert oder ist auch weiterhin geplant hier am Karl-Marx-Kopf. Am Kopf heißt diese Veranstaltung, die in den letzten Wochen schon immer am Montag stattgefunden hat. Man hat das Ganze dann auf den 3. Oktober, auf den Tag der Deutschen Einheit, verlegt. Und ich habe vorhin noch einmal mit der Polizei dazu sprechen können. Man wird natürlich hier auch entsprechend präsent sein morgen mit Polizeikräften, so wie das auch in den letzten Wochen immer der Fall war. Man wird auch in Chemnitz an neuralgischen Punkten Aufstellung nehmen. Aber bislang erwartet man eigentlich keine außergewöhnliche Lage, wird aber das ganze Geschehen intensiv beobachten. Gehen die Ermittler denn davon aus, die gesamte rechtsextremistische Gruppierung ausgehoben zu haben? Ja, die Entwicklung in den letzten Stunden hat uns ja gezeigt, dass da möglicherweise noch nicht das Ende erreicht ist. Wir haben es ja gesehen, dass dann noch ein achtes Mitglied festgenommen wurde durch die Bundesanwaltschaft und nach Karlsruhe gebracht wurde. Und man recherchiert natürlich intensiv die Netzwerke, die zweifelsohne, so sagen Insider hier in Chemnitz, auch immer noch vorhanden sind, schon seit den Zeiten des nationalsozialistischen Untergrunds und später auch von Sturm 34. Es wurde bereits im Beitrag angesprochen. Also dieses Netzwerk, es ist noch da, es agiert im Untergrund und man wird jetzt seitens der Polizei und der Ermittlungsbehörden prüfen müssen, welche weiteren Verbindungen da möglicherweise noch vorhanden sind. Chemnitz kommt aus den Schlagzeilen ja nicht raus. Wie reagieren denn die Chemnitzer auf diese neuen Meldungen aus ihrer Stadt? Ja, es ist schon ein Stück weit so, dass die Chemnitzer tatsächlich sagen, warum geht das immer so weiter? In den letzten Wochen haben hier ja die neutralen Bürger, muss man sagen, in Chemnitz, von denen es sehr, sehr viele gibt, eben schon erleben müssen, was hier auf der Straße passiert ist, haben sich teilweise dann auch angeschlossen an Demonstrationen vom rechten oder vom linken Lager. Aber es war doch sehr, sehr viel los hier in der Stadt, sehr, sehr viel Aufruhr auch. Und wenn man mit den Menschen spricht, dann hört man schon, dass da gesagt wird, also irgendwann muss doch mal ein Ende sein. Aber viele Leute sagen natürlich auch, das, was da jetzt an das Tageslicht kommt, das muss zweifellos aufgeklärt werden. Das hat eine neue Qualität und da hofft man wirklich, dass dann wirklich dieses gesamte Netzwerk auch ausgehoben werden wird. Nachdem die Behörden eine offenbar brandgefährliche Terrorgruppe namens Revolution Chemnitz ausgehoben haben, wurden heute vier Männer dem Haftrichter vorgeführt. Gestern wurden bereits drei mutmaßliche Rechtsterroristen nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht. Und der Redelsführer sitzt bereits in Haft, so der Generalbundesanwalt. Die Gruppe soll gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende sowie einen Anschlag am morgigen Tag der Deutschen Einheit geplant haben. Die Tatverdächtigen hätten bereits versucht, sich halbautomatische Schusswaffen zu besorgen.